Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge ARK. Ja, ich mache mit Marvin heute Base Dev bauen. Also wir sammeln gerade die ganzen Rohstoffe und alles. Und wollen, sag schnell, die Dev bauen für den Server, der resettet wird. Wir wollen uns vorbereiten auf die feindlichen Angriffe. Deswegen wollen wir jetzt noch ein paar Autoturrets basteln. Bist du schon am Frosch? Ja. Ja, gut. So, ich komme jetzt runter, ne? Ah, du bist schon raus, ah, okay. Soll ich dich greifen? Nein, dahin geht's so. Ist Level up? Nee, noch nicht. Okay, ich habe gerade gedacht, du bist Level up. Jetzt. Okay, warte. Bäm. So, weiter? Ich kann auch schwimmen. Aber nicht so schnell wie du. Wo bist du hin? Hinter dir ist Kroko. Danke. Ah, ich werde diesen Wyvern vermissen, weil das echt ein geiler Drache ist. Oder Bestie, wie man es auch nimmt. Ich muss oben rüber fliegen, ich kann nicht durch den Wald fliegen. Okay. Wir gehen an die Stelle, wo wir eben auch waren. Ja, da sind ja die Viecher ununterbrochen gekommen. Hier ist ein guter Ort. Oder? Nee, ich folge dir. Ich sehe dich gerade bloß etwas schlecht. Ah, da bist du. Okay, dann mal rein bitte. Wow! Wow! Ich hab die ganzen Viecher getötet. Findest du die ganzen Insekten? Da, hier, guck mal, hier kommt ein ganzer Schwarm. Hier kommt ein ganzer Schwarm, hier war über mir, unter mir. Oh, nice. Das ist gut. Einfach nur gegeben, Mann. Hey. Was greift mich denn an? Ah, hier, so ein scheiß Insekt. Hast du genug Cementing-Paste? Oder wie viel Cementing-Paste hast du? Ja, ich schau gleich mal nach. Ich muss kurz Stani mal tanken, weil diese Viecher mir echt gegeben. Ich kam auf 110 Movement Speed, würde ich schon haben. Geht doch. Scheinbar kommen da keine mehr. Wir müssen kurz ein Stück weiter. Okay. Ja, wo sind wir jetzt? Wir müssen da vorne hin. Oder? Ich weiß nicht, ich folge dir einfach nur. Ah ja, genau, wir sind da, wo wir ihn vorhin getämmt haben. Jo. Das ist hier die Stelle, ne? Nee, das ist hier noch Doch, doch, nicht. doch, guck mal hier rechts. Genau da, wo du bist, da können wir ein paar Viecher töten. Ich töte mal die Schlange, gell? Okay. Schon wieder Level ab. Junge, was es geht, Mann. Ich guck mal von oben, ob irgendwo. Da ist eine so ein Fliege. Hier hinten ist eine Fliege. Stirb. Das ist einfach so ein Baby Paracer. Mörder. Wer ich? Ja. Er hat mich doof angeguckt. So. Scheinbar kommt hier nichts weiter. Wollen wir weiterfliegen? Oder wie viel Cementing Paste hast du? Ich hab erst 800. Erst. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Mal hier, lass uns die beiden killen. Dann vielleicht kommt da was. Ja, mach mal. Er sagt die beiden, er tötet einfach alle. Wow! Bei mir sind die gerade alle weggeflogen. Wie viele waren denn da? Hier hinter der Mauer waren noch drei weitere. Oh. Tut mir leid.
Ich schau gerade von Alles oben. gut. Hier ist nichts. Also ich sehe bis jetzt noch nichts an Fliegen. Wollen wir weiter oder? Weil es sieht Ja, nämlich nicht aus, ob da greif was mich. kommt. Lauf. Hab ich dich? Wohin? Ja, einfach so durch den Sumpf weiter, damit wir diese eine Stelle finden, wo es eben ist. Muss ja hier jetzt gleich irgendwo sein. Hier, links, links, da ist es. Noch ein Stück nach links. Wow! Mit diesem Stein. Da dem da? Ja, genau, jetzt hinter uns. Ah, hinter uns. Okay. Genau. Hier einmal durch und dann war's das. Wo, hier geradeaus oder was? Nee, wir sind doch auf dieser ebenen Fläche hinter uns jetzt, ne? Das meine ich. Ja, das ist aber. Da, wo kein Wasser ist, diese Landfläche. Aber weißt du, wie lange das dauert, bis wir das ganze Holz hier abgehackt haben? Nein, da doch nicht. Lass mich mal los. Danke. Ach, du meinst das hier? Ja, die Landfläche hier. Da waren wir doch gerade eben auch. Ah, hier. Okay. Ja, gut. Einfach mal entfeuern. Ja, egal, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Cementing Paste und wir sehen uns. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Wir machen gerade Polymer. Wir haben, glaube ich, über 200. Ja, wir haben 275 Electronics da. Jetzt sind wir gerade dabei, über 108. Ja, über fast 200 Polymer machen, da wir vorhaben, Autoturrets zu bauen. Und was brauchen wir noch für. Auch noch ein paar mehr Electronics, oder? Jo. Dann müssen wir jetzt. Perlen haben wir noch ein bisschen was da. Ich habe jetzt die ganzen Perlen verbraucht. Wir müssen noch Perlen sammeln gehen. Lassen wir einfach durchlaufen. Jo. Perlen sind nämlich komplett alle. Was wollen wir mitnehmen für Perlen sammeln? An Quetzal oder an Wyvern oder an Drachen oder an Petri, keine Ahnung. Also ich mache das immer so, dass ich mit Drachen einfach in den, also ich stelle den Drachen auf Follow. Und dann springe ich einfach in den Fluss, gehe da tauchen und sammle die ganzen Perlen auf. Ja, nimm mal den Und Wyvern, oder? falls Der ich was angreife, ja, hat am können wir auch so meisten. machen. Obwohl, ich muss mal die ganze Farbe rausschmeißen, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob der noch irgendwas Wertvolles dabei hat. Ziehe ich mal kurz in mein Inventar. Oh ja, ich hätte fast das ganze Eisen weggeworfen, was hier drin ist. Oh, so super. Marvin, kannst du noch ein bisschen Eisen nehmen vom Wyvern, dass das mal rauskommt? Ich gucke gerade, was wir noch gebrauchen können. Das ziehe ich so gut wie es geht in mein Invi. Weil das Rest schmeiße ich alles raus. Brauchen wir diese C4-Remoter? Haben wir welche davon? Ja, vier Brauchen wir Stück. eigentlich nicht. Gut, dann kann ich die rausschmeißen, ja. Waffen brauchen wir auch, oder? Waffen, ja. Ganz unten ist noch ganz viel Eisen. Ich helfe. Oh nein, super, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Ich hoffe jetzt. Ja. So. Ja, wir laden jetzt in der Zeit noch ein bisschen aus. Und wir sehen uns, sobald wir am Fluss sind und nach Perlen suchen. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Wir sind gerade fleißig am Perlen sammeln. Ich muss Marvin Begleitschutz geben. Er hat echt Glück gehabt. Er schließt das Tor. Er fällt einfach nur tief und ich habe ihn gerade so noch geschafft zu fangen mit den Wyvern. Oh, War eine richtig geile Warte Aktion. mal, da ist ein Spino. Ich töte ihn. So, die sind tot. Jetzt habe ich dich wieder aus den Augen verloren. Ja, ich bin hinter dir.
Boah, wie der gleitet einfach nur, das ist so krass. Mach mal Feuer bitte. Piranhas. Ja, die müssen jetzt tot sein. Super, danke. Gar kein Ding. Ja, ich tauche ein bisschen mit ihnen. Zum Glück hat der Wyvern unbegrenzte Luft, ne? Unter Wasser. Den könntest du theoretisch Jo. mitnehmen. Aber ich habe halt begrenzte Luft. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ich bin ja leider ein Mensch. Mach mal Feuer. Irgendwas hat mich gerade angegriffen. Passt schon, ich habe gerade zugeschlagen. Ich kann unter Wasser kein Feuer machen. Wie soll es auch wohl gehen, ne? So, sag mal, wie die Perlen aussehen. Warte, noch nicht abbauen, noch Das nicht ist abbauen. So sehen die Perlen aus. Schon ja, krass. einfach mit der Hand. Das ist ja krass. Dober Piranha, stirb, Mann. Pass auf, hinter dir. Ja, wenn er knabbert an mich. Kurz Luft tanken. Und wieder runter und Marvin unterstützen. Nicht schlecht vom Specht. Mach mal, da sind ein paar Viecher mehr. Oh, ich bekomme immer so eine lange Kill-Leiste, du auch. Ich bin da. Wie viele Perlen habe ich denn? Ja, ein bisschen geht noch. Wie viel hast du? Etwas über 1000. Es lohnt sich schon. Ist schon krass, Alter. So sehen also Perlen aus. Hier ist noch eine rechts. Genau. Aua! Piranha greift dich an. Hat mich angegriffen. Ich komme wieder runter. Was ein Zebatu Salomon oder wie das Vieh hieß. Ja, das sind andere Piranhas. Okay. Jo. Ah, guck mal, Öl ist auch da. Sag Bescheid, wenn ich dich mitnehmen soll, wieder nach oben, ne? Also Ja. wieder hochfliegen zur Base. Oh, hier ist ein Giga. Töte ihn. Oh! Scheiße, der hält was Er sieht interessant aus. Hau zu, gib ihm. Ich geb ihm alles, Mann. What the fuck? Gib ihm Linksklick, gib ihm noch mehr. Boah, 75er hat mir mal gerade eben so. Wie viel hat er mir abgezogen? Glaube. Oh, über 50.000 Leben hat der Bastard mir abgezogen. 50.000 Leben. Soll ich dich wieder hochnehmen? Oder willst du noch? Nee, noch nicht. Hier sind noch weitere Perlen. Das ist genau der Bin Giga, gierig. den wir gestern gesehen haben. Den ich meinte, der hier umhergehauen hat. Den hätten wir tamen können gestern, aber wir wollten nicht. Ja, der ist zu low. Ja, der war low, aber ey, der hat mir gegeben. Der hat mir 50.000 Leben gesnackt, Mann. Was ist Vieh? Auch nur weil wild ist, wäre das ein Getämter gewesen, der hätte mir vielleicht 30 oder so gezogen. Also Wyvern kommt easy gegen Giga an. Wyvern ist, glaube ich, zurzeit das stärkste Tier auf dem Server, oder? Ja, doch. Noch. Danach sind es wieder T-Rex und Spinos. Ich hoffe, Drago lässt auch mal Gigas zu. Nur zum Deffen als Regel. Nicht zum Angreifen, das wäre echt gut, ne? Oder hast du keinen Bock auf Gigas? Ja, Gigas, sag ich mal, wenn du jetzt irgendwie nur Gigas tamest zur Verteidigung, ne? Ja. Dann kann man da auch nicht rein in die Base. Dann macht das auch nicht wirklich Spaß, jemanden zu raiden. Das stimmt auch wieder. Also dann nur, also Gigas wieder raus. Aber wir sind bei der Warity Base. Ich schwimme mal rüber zu der Vulkaninsel da. Also, Bis dahin und hin. schwimme da im Meer so ein bisschen rum. Da kann ich dir aber nicht gut helfen, ne? Ich bleib an der Küste.
An der Küste, ja. Ich hab dich gerade wieder aus den Augen verloren. Du bist zu schnell unter Wasser. Ja. Ja, gut. Wir sind gerade noch fleißig am Perlen sammeln. Und wir melden. Also, ja. Ich mache an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns, wenn wir was weiteres farmen. Oder, glaube ich, dann müssen wir craften, ne? Craften noch, ja. Ja. Gut. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder in der Base sind. Bis dann. Ja, da sind wir wieder. So, hast du reingepackt? Die Perlen, ist gut, wir sind voll. Ja, wir machen jetzt nochmal 100. Erstmal 100 Dings. Sag schnell. Ich hab's vergessen. Genau, 100 Electronics, obwohl wir klatschen da nochmal 100 rein und nochmal 100 und nochmal 100 und nochmal 100. Ja, übertreibt. Ich glaube, das reicht. Ne, das wird ja hauptsächlich nur Perlen und Metall sein. Ja, es sind jetzt 528. Was machen wir jetzt noch in der Zeit schnell, wie das da durchläuft? Was brauchen wir noch und was? Gescheites. Ja, noch mehr Ressourcen für Munition sammeln. Ah, für Munition nachher noch. Also viel haben wir nicht. Wir brauchen Gunpowder. Stellen wir mal schnell Gunpowder her. Wir haben genug Gunpowder. Sicher. Wir Ja. können aber noch was herstellen. Uns fehlt Kohle. Haben wir noch irgendwo Kohle, Unmengen? Wir haben hier Kohle, Gunpowder und so. Ja, ich nehme hier gerade aus diesem. Das ist Industrial. Also aus der Forge nehme ich hier raus, ne? Mach das. So, schmeißen wir mal alles hier rein. So, dann machen wir mal ein bisschen Gunpowder noch. So. Aber so lange wie die Electronics durchlaufen, dauert es schon eine Weile. Wir sind erst bei 490. Das ist schon krass. Jo, es geht voll ab. Wir haben keins. Wir brauchen Stein und Flint, wenn wir noch ein Spark. Oder haben wir noch unten noch Spark Powder? Oder ist unten auch alles komplett alle? Ne, ein bisschen haben wir noch. Wo hast du das drinnen? Welcher Teil? Ressourcen. Keine Ressourcen. Daneben. Da haben wir Flint drin, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Spark Powder und so. Daneben ist noch ein bisschen was. Ja, ich schau gerade aus. Oh, Spark Powder. Oh, ist sogar noch Gestein für mehr Spark Powder. Ach, Gunpowder, nein, das kann drinnen bleiben. Packst du denn nachher das ganze Gunpowder rüber in der Forge? Ach, in Fabricator. Ja. Ja, ich mache an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Ja, da bin ich wieder. Ich musste leider notgedrungenen Cut machen. Es war nicht geplant. Ich bin ja noch, stehe ja noch an derselben Stelle, habe noch nichts weitergemacht. Marvin hat jetzt noch ein bisschen was rübergeräumt. Noch nicht herstellen, die Sachen bitte. Ich muss. Was? Kannst du gerne machen. Ja, ich mache hier gerade noch Kohle und so rein. Ich werde hier oben noch schnell ein bisschen Gunpowder herstellen. So. Jo. Okay, es laufen noch 200 Electronics durch. 235 circa. Das wird noch ein bisschen dauern. Wollen wir noch. Wie viel Gunpowder haben wir jetzt eigentlich insgesamt? Schau nach. Weil wir brauchen, wenn wir viel Auto-Turrets haben, brauchen wir auch viel Munition. Und pro Schuss sind wie viel? Sind 9 Gunpowder. Aufgerundet 5000. Was? Nein, 2500. 2500, entschuldige. Ich weiß, meinst du, ob das reicht? Wir brauchen noch eventuell Metal, oder? Metall haben wir hier noch. Jawohl, das müsste reichen. Aber was hältst du davon, wenn wir noch ein bisschen Spark Powder, also noch ein bisschen Flint und so sammeln? Na ja gut, dann. Haben wir ein Ankylo? Was nehmen wir? Ein Quetze? Jo.
Willst du fliegen oder soll ich fliegen? Du fliegst, oder soll ich? Mir ist es eigentlich vollkommen egal. Ja, nee, weil sonst bist du jetzt ja auch immer geflogen. Du vielleicht mal was machen kannst, weg ich. Ja, okay. Na los, komm, setz dich drauf. Sitz drauf. Ja, ich bin drauf. Ich schaue gerade, was im Zelt alles drin ist. Nix Gescheites, gell? Ja, du hast mich. Ah, naja, hast mich wieder fallen gelassen. Warte, lass mich so. Jo, jetzt hast mich. Das passt. So. Nein, du lässt mich fallen! Ja. Spring ab jetzt. Genau. Keine Ahnung, warum er dich jetzt fallen gelassen hat. Komm mal runter, wo ist der Ankylo hin? Den hast du jetzt dann super, da hoch komm ich nicht. Landen, schmeißt den mal hier irgendwie runter oder so. Wo ist der hin? Ja, warum lässt er den nicht fallen, verdammt? Den hast du immer nur dran. Ne, jetzt fällt er runter. Nee, dieses. So, ich sitz drauf. Hab ich dich? Ja, hast mich. Okay. Ja, dann werden wir noch ein bisschen Flint noch farmen gehen. Ja, komm mal. Hau rauf. Hab ich. Hab ich. Ein bisschen Zeit schinden, bis die Electronics fertig sind. Warte, das war ein Baum. So hab ich. Hab ich. Oh, das war wieder ein Baum. Hab ich. Obwohl, das siehst du ja, brauche ich ja nicht mal ganz entsagen, hab ich, ne? Na, wir freuen uns so schon auf Montag. So wie es aussieht, werden wir nicht in den Variety Tribe mehr gehen. Wir werden wieder einen Solo Tribe machen. Ich weiß bloß nicht, ob Drago mit dabei ist. So, weil er ja. Wird wahrscheinlich mitmachen. Hab ich. Ich bin unterm Boden. Ja, ich hoffe, dass er mitmacht. Dann wird's ein bisschen gut. Aber er hat ja gesagt, er wird. Wie er schon in seinem Video erwähnt hat, er wird nicht mehr so oft in Ark zocken. Aber. Oh, jetzt habe ich den Scheiß. Jetzt habe ich den Track geschlagen. Ja, egal. Server-Lag. Oder? Ne, ist einfach nicht geflogen. So, den kann ich nicht abbauen, oder? Ne. Kann ich nicht abbauen, leider. So, hab ich. Oh, kann ich nicht abbauen. Und wie trifft er nicht? Du bist zu schnell. Oh, ein Bett des Avis. So, der ist ab. Oh, das ist ein Dodo. Ich brenne. Das ist kein Dodo, das ist ein, Dodo Rex. Terrorbird. Oh, Terrorbird, da meine ich ja. Ach Gott. Ist weg. Hab ich auch. Ja. Wo waren wir stehen geblieben jetzt mit dem Reden? Ich weiß, du bin jetzt gerade voll raus. Ja, irgendwas mit Montag und Drago. Ja, genau, Montag. Videos gemacht. Ja, genau. Montag wird echt gut. Du hast mich fallen gelassen. Das wollte ich nicht. War nicht meine Absicht. Ja, Montag, da werden wir loslegen, den neuen Standort von der Base. Wir haben zwei Möglichkeiten. Eine habt ihr gesehen gehabt. Und die zweite, die wollen wir nicht verraten. Die wird geheim, sonst wisst ihr ja, wo wir bauen wollen. Dann wollt ihr euch da hinsetzen.
Und darauf haben wir keinen Bock. Oh, das ist ein Berittener. Das ist ein Berittener. Sag schnell, Giga. Ja. Was meinst du, werden wir angegriffen? Hallo? Hallo. Sorry, wir sind Aufnahme. Das ist deine Ausrede für alles, ne? Aufnahme. Ich mach's so wie Drago. Ich schreibe einfach am besten im Chat. Lass mich alle in Ruhe, ich bin in der Aufnahme. Yo. Wir wollen diesmal abkapseln von Rorty, weil die Rorty machen schon viel Scheiß und dann fällt es wieder nachher auf den Admins zurück. Darauf haben wir ganz ehrlich gesagt keinen Bock. Aber naja, wir werden auch definitiv, denke ich, keine Allianzen nehmen, oder? Mal sehen. Also da sind wir uns noch nicht ganz. Flieg mal weiter ran an den Felsen, ich komme nicht dran. Wir wissen es, ganz ehrlich, wir wissen es noch nicht. Es ist 50-50 Chance, dass wir mit Allianzen spielen oder ohne. Ich glaube, das reicht, was wir haben. Meinst du? Ja. Okay, gut. Hau nochmal zu. Los. Hab ich. Jo. Ganz ehrlich, mir sind die Warity-Leute zu extrem, ne? Warte mal, ich bin hier irgendwo. Wir müssen links, glaube ich. Ja, genau in der Richtung. Und wo? Oder fliegt man am besten hoch, dann wissen wir, wo wir sind. Yo. Ja, wir machen an dieser Stelle jetzt einen Cut, oder? Oh, obwohl, wenn wir eh gleich Base sind, dann passt es. Mir geht gerade bis das Gesprächsstoff gerade aus. Erzähl du mal was, Marvin. Nein. Es ist dein Video. Erzähl du. Mein Video. Wenn ich irgendwann mal anfangen sollte mit Videos, dann erzähl ich, aber sonst. Du willst auch mal was erzählen? Du spielst YouTubers live, das zählt nicht. Hier links, wir müssen links, 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 links. Hier links muss die irgendwo sein. Hoffe ich. Ja, links ist. Die müsste links sein. Irgendwo müsste die gleich aufploppen. Ich da vorne, ne? Ja, da. Also. Ja. Ganz ehrlich, das wird so geil, Mann. Ich freue mich so mega auf Montag. Da bin ich auch diesmal beim richtigen Restart damit dabei, gleich von Anfang an und nicht so wie dieser Restart, der war. Da bin ich ja nicht damit, war ich nicht mit dabei. Nicht fallen lassen, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Ich versuch's, aber irgendwie, ja, ich bin behindert, warte. So. Nein, geht nicht anders. Ich kann mich ja nicht mal bewegen, ne? Ich bin voll. Ich bin voll. Jetzt kannst du mich fallen lassen. Lass mich fallen. Genau. Lass sie. Genau, wir. Ich will diesmal diesen Restart von Anfang an mit bei sein. Weil ich kann ja nicht verlangen, ich bin nicht da und Marvin ist dann ganz alleine. Das ist scheiße. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich mit dabei sein will. Echt jetzt? Ich habe gar nicht geschaut, wie viel Gewicht ich habe, ne? Serverlag? Nein, eigentlich nicht. Doch, bei mir laggt. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht. Ach, kann ich ja nicht reinschmeißen. Kannst du mir was abnehmen? Jo, warte. Nicht die Bären, das sind Bären gerade, was ich rausgeschmissen habe. Warte, ich schmeiß hier gerade noch ein bisschen was raus. Jetzt kann ich wieder laufen. Aber nur langsam. So. Spark. Ach, schon voll das Ding, Tatsache.
So. Guck mal, wie weit die Electronics sind. Ah, sind fertig. Ja, dann fangen wir mal an, die Dev zu bauen. Wie viel? Wir können acht Stück bauen, Marvin, ne? 8 Stück und dann würde ich sagen, mit den 8 Stück bauen wir dann erstmal noch Munition, oder? Ja. Denke schon. Haben wir noch Kohle? Unten hast du gesagt, ne? Unten ist noch was, ja. Ich schau. Bring ich dann gleich mit hoch. Nee, jetzt Cementing Paste. Was haben wir hier ganz rechts? Jetzt komme ich da nicht ran. Jetzt ist Serverlag, oder? Ja. Hier ist nur Gunpowder. Nee, wir haben keine Kohle mehr fertig. Wir müssen neue schmelzen schnell. Wir haben ja Biber, der müsste ja noch voll sein, ne? Oh, wir haben immer noch den Warrior Team Biber, fällt mir gerade auf. Ich nehme ein bisschen Kohle, ein bisschen Holz mit. Nein, das war ja jetzt klar, dass das passiert. Wieder zu viel. Los, ich bin. Ey, guck mal, ich renne wie Flash, Mann. Ich bin zu langsam, um die Glasscheibe aufzuhalten. Nein. Wie in dieser Werbung, Mann. Und Flash. Ganz ehrlich, ich habe Flash auch nur geschaut. Erste Staffel. Ohne Scheiß, Mann. Echt? Wieso? Ich weiß nicht, ich will mir die zweite Staffel erst angucken. Warte, du kommst gleich durch. Mist, wir haben kein Benzin hier drin, Marvin. Jo, 8 Turrets, okay. Ja, warte. Wir können noch mehr machen. Echt? Schon wieder? Wir können, glaube ich, noch ein Beispiel machen, wenn wir jetzt ein bisschen Metall noch reingeben. Ja, warte, gebe ich rein. Kann ich zwei Stacks tragen? Nein, ich kann nur eins. Warum kann ich nur einen Stack? Was ist das? Oh, ganz knapp über die Grenze. Hey, ich habe da den Stack reingepackt. Das geht nicht, Marvin. Ich schmeiß dir mal einen Stack Eisen hier runter. Den kann ich nicht heben. Ja. Pack den rein. Hast du rein? Ja, bitte. 3 Stück können wir machen. So. Gut, und den Rest Metall dann jetzt in Munition, ne? Genau, genau. Aber ich muss brauchen und muss noch einmal. Ich nehme jetzt dreimal Benzin hier raus, weil ich das für Holz brauche. Hol mal noch ein bisschen Holz aus dem Biber, dann haben wir noch ein bisschen was. Brauchen nämlich noch ein bisschen Kohle. Rex-Sattel. Jetzt geht es nicht. Server-Lag. Ja. Der dürfte jetzt eigentlich gar nicht sein. Warum? Warum? Weil der doch gerade eben vor 5 Minuten erst war. Das kann nicht sein, dass der jetzt schon wieder ist. Wir machen zu viel. Aber hier passiert jetzt auch gar nichts mehr. Also schmiert es wahrscheinlich ab. Ja gut, an dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Cut und ich warte, bis es weitergeht. Bis dann. So, ja, da sind wir wieder. Ja, wie ihr seht, hat jedes Geschütz 350 Schuss, haben jetzt noch Pflanzenteile aufgesetzt. Ja, wir werden es aber nicht mehr schaffen in dieser Folge, wie wir die Pflanzen einpflanzen, da die sonst so blank wird. Und sonst dauert die auch so lange für mich wieder zum Hochladen. Ja, hiermit haben wir denn unsere Base Dev eigentlich so gut erfüllt. Ich hoffe, das passt auch. Warte mal, wir setzen doch noch hier noch 2 Pflanzen denn noch hin. Oder machen wir 3 Stück, passt. Ja. Hiermit beende ich dann jetzt auch die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.